So, und jetzt wollen wir noch einen Titel vergeben. Über 400 Meter Hürden der männlichen Jugend A. Denn das ist jetzt das A-Finale. Und da sehen wir auf der Bahn 1 den Vizemeister des vergangenen Jahres vom LRC Erdgas Chemnitz, Johannes Weigelt. Auf der Bahn 2, ebenfalls vom LRC Erdgas Chemnitz, Christopher Wolf. Auf der Bahn 3, der sechste der deutschen Meisterschaften der Männer in diesem Jahr, vom NAZ Puma Trost auf Siegburg, Christian Heimann. Dann auf der Bahn 4, das ist der Titelverteidiger, der Junioren-Europameister des Jahres 2009 für die LG Würm-Athletik, Tobias Kiel. Auf Bahn 5, der Vorjahresfünfte vom SC Konstanz, Florian Hand. Auf der Bahn 6, der deutsche Jahresbeste in 50,47 Sekunden. Vierter der Junioren-Weltmeisterschaften in diesem Jahr für die LG Nike Valley, Falk Königsmann. Auf Bahn 7, er startet für den TV Gladbeck, Moritz Seidel. Und auf der Außenbahn, der deutsche Jugendmeister des Jahres 2008, im vergangenen Jahr Vizemeister über diese Strecke, vom LV90 zu Philipp Rosler. Das ist das A-Finale, 400 Meter Hürden. Der deutsche Jugendmeister über die 400 Meter Hürden.